Liebe Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum 7. Tag des Gebetes der Novene zum heiligen Charbel Makluf. O heiliger Charbel, vielgeliebt von allen und Hilfe von jenen, die in Not sind, ich habe eine feste Hoffnung auf deine Fürsprache vor Gott. Schenke mir diese Gnade, die ich sehr nötig habe. An dieser Stelle können Sie Ihr Anliegen nennen. O heiliger Charbel, Stern, der die Verirrten führt, bitte für mich. O Gott, meine zahlreichen Sünden verhindern, dass deine Gnaden bis zu mir gelangen. Bewillige mir die Gnade, dafür sühnen zu dürfen. Antworte mir auf die Fürbitte des heiligen Charbel. Gib meinem traurigen Herzen die Freude, meine Bitte zu erhören, du Ozean aller Gnaden, dir die Ehre und Lob für immer. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.